Kälte, Schnee und die größte Rennstrecke des Landes. Es ist angerichtet für den Audi e-tron Sportback, heute in unserem Härtetest. Wenn es euch gefällt, lasst uns gerne euren Daumen nach oben da und abonniert unseren YouTube-Kanal. Unser Reporter Harry Lixl ist in der Mission Elektroauto unterwegs. Gerüchte zu E-Autos und kalten Temperaturen gibt es viele, die stellt Harry heute auf die Probe. Die kalten Temperaturen, welche Auswirkungen haben die also auf die Reichweite bei einem Elektroauto? Und wir haben bewusst also einen derzeit niedrigen Akkustand und daher werden wir zuerst mit dem Schnelllader etwas Saft tanken. Dafür hat das Greentech-Unternehmen Salzburg AG am Salzburgring mehrere Schnellladestationen in allen Bereichen errichtet. Tankdeckel auf und los geht's. Aber wofür sind eigentlich all diese Anschlüsse? Wir sehen hier die siebenpolige Typ-2-Steckdose, die brauchen wir nur für das Wechselstromladen. Wenn es also um das Schnellladen geht, ist es so, dass also die Schnellladevorgänge also über diese beiden Gleichstrompins passieren. Und das schaut man also auch hier am Stecker. Der Schnelllader spielt mit diesen beiden Pins, zusammen. Und hier können wir Ladeleistungen bis zu 150 kW in das Auto transportieren. Am einfachsten funktioniert Schnellladen mit der Salzburg AG Kundenkarte. Wir haben also hier mit der Ladekarte die RFID. Der Bildschirm gibt uns also die Möglichkeit darzustellen, welche Lademöglichkeiten wir haben. Wir hätten hier das Wechselstromladen und der Audi e-tron Sportback kann bis zu 150 kW hier über den CCS HPC. Wir wählen diesen an. Stecker anstecken und schon geht's los. Man sieht also hier, das Fahrzeug hat also jetzt einen Ladezustand von 26%. Der Schnelllader aktiviert sich. Es beginnt also Strom zu fließen. Wir haben hier die Information, dass also hier knapp 100 kW Ladeleistung anstehen bei 400 Volt. Das Auto beginnt nur mit 100 kW Ladeleistung und nicht mit den angekündigten 150. Woran das liegt und wie man das selbst verbessern kann, erfährt Harry etwas später. Davor trifft er aber noch Ernst Penninger, den Geschäftsführer vom Salzburgring. Ernst will mit dem Audi e-tron ein paar Runden auf der tief verschneiten Rennstrecke drehen. Und los geht's! Naja, wir haben seit winterlich, wir haben ca. 10 bis 15 cm Schnee heute auf der Rennstrecke, weil wir ja im Winterbetrieb sind und den Salzburgring im Winter nicht nutzen. Aber ich würde sagen, mit diesem Audi, den wir da jetzt fahren, mit Elektroantrieb, haben wir da kein Problem, dass wir ein paar lässige Runden dran. Schauen wir mal, wenn wir ein bisschen in die Beschleunigungsphase kommen dann. Nicht fürchten. Ja, das schaut, der schiebt richtig an. Also cool. Haben wir schon 100er? Ich glaube, man wird mal ein Lächeln in der Kamera sehen. Also das macht gerade wirklich Spaß. Ernst bringt den Audi e-tron Sportback vollkommen weiß zurück von der Rennstrecke. In der Box wartet Harry schon auf ihn. Ernst, schönen Dank, dass wir also heute am Salzburgring bei dir haben sein dürfen. Du bist also jetzt den Audi e-tron Sportback gefahren. Was hast du denn für einen Eindruck? Ja, es war eine sehr interessante Erfahrung, weil es war meine erste Testfahrt am Salzburgring mit einem E-Auto. Muss aber sagen, war sehr vertraut. War toll zum Fahren, weil das Auto natürlich dementsprechend auch ausgerüstet ist mit allen möglichen Unterstützungen, Hilfen, aber auch natürlich dementsprechend quer ist mehr, wie man immer so schön sagt, wenn man auf das Gaspedal tritt, dann geht da richtig was vorwärts und man fährt auch wunderbar quer. Ein bisschen anspruchsvoll ist, wenn man dann wieder zum Bremsen kommt, weil man ja auch diese Drehzahlen, die man ein bisschen gewohnt ist, mit einem bisschen einem Motorengeräusch verbunden, nicht hat. Und somit muss man wesentlich konzentrierter quasi auf die Kurven zufahren, abbremsen, um nicht über die Kurve hinauszuschießen. Aber war eine lustige Erfahrung heute, 5 Runden am Salzburgring im Schnee mit dem E-Auto. Also war wirklich toll.
Du hast also jetzt also in der Kooperation mit der Salzburg AG Schnelllader errichtet. Das sind, glaube ich, 6 Stück, die also hier für die Boxen vorgesehen sind und ein öffentlicher Schnelllader also von der Salzburg AG für ein allgemeines Publikum. Wenn wir also jetzt also ein bisschen in die Zukunft denken, was wird denn also jetzt also mit diesem Thema Energie, wie wird ihr denn das weiter beschäftigen? Was wir gemeinsam mit der Salzburg AG am Salzburgring etabliert haben, ist derzeit sicher auf Rennstrecken, und das wurde auch uns unabhängig von mehreren Konzernen bestätigt, sehr einzigartig. Wir waren einmal der Meinung, es ist sehr einzigartig in Europa. Mittlerweile kommen wir schon dahinter her, das ist eher sogar einzigartig auf verschiedenen Kontinenten, auf einer Rennstrecke. Es gibt sicher Ladeinfrastrukturparks, die das auch können, aber auf einer Rennstrecke sind wir derzeit Vorreiter. Der e-tron ist in der Zwischenzeit wieder abgekühlt. Etwas Saft steckt auch noch in den Batterien. Das verleitet Harry noch zu einer nächsten winterlichen Ausfahrt, bevor er in Kürze E-Mobilitätsexperten Gary Auerbach trifft und mit ihm dem Phänomen des Kaltladens auf den Grund geht. Aber davor hat Harry noch einen wichtigen Tipp zum richtigen Heizen. Ja, draußen hat es 1 Grad. Wenn ich da so rausschaue, die Sonne blinzelt ganz leicht hervor, aber sie wird uns nicht wärmen. Der Reichweitenrechner zeigt mal so einen Wert an, der ungefähr 1/3 niedriger ist, als wenn ich also die Innenraumheizung also weitgehend ausschalte und dafür, weil man ja trotzdem kalt ist, die Sitzheizung aktiviere. Hätte das Auto also auch eine Lenkradheizung, dann ist ein ganz konkreter Tipp, wer hier in Richtung maximale Reichweite gehen muss im Winter, die Innenraumheizung auf niedrige Temperatur einstellen, dafür die Sitzheizung aktivieren, hat eine Lenkradheizung, diese aktivieren, dann fährt man um ungefähr 1/4 bis 30% weiter. Das macht sich natürlich nicht nur in der Reichweite, sondern auch in der Geldbörse bemerkbar. Was kostet denn letztendlich also 100 Kilometer mit einem E-Auto zu fahren? Ich habe mir das also angeschaut für dieses Fahrzeug und ein vergleichbares Fahrzeug also aus dem Audi-Bereich. Habe also hier den Audi Q7 und den e-tron hier Sportback verglichen. Und was kann man sagen? Hier das Schnellladen, das wir also vorher gezeigt haben, kostet so ungefähr 4,50 Euro bis vielleicht 5 Euro pro 100 Kilometer. Und das Dieselfahrzeug, das also hier beim Audi Q7 also im Vergleich auf Echtzahlen, die also über spritmonitor.de gewonnen wurden, sind wir ungefähr beim Dreifachen. Ich kann auch, wenn also schnell geladen wird, um 1/3 der Kosten des Dieselfahrzeuges unterwegs sein. Bevor Harry den Audi e-tron wieder zurückbringen muss, will er ihn am Hypercharger vom GreenTech-Unternehmen Salzburg AG noch volltanken. Dabei hat er eine interessante Erkenntnis. Das Auto hängt also jetzt fast 3 Minuten also an der Ladesäule. Wir sehen, dass wir also Ladeleistung haben, die knapp unter 100 kW sind. Warum also jetzt die Ladesäule, die 150 kann und das Auto theoretisch auch 150 kW aufnehmen kann und das derzeit nicht so ist, das erklärt uns also jetzt unser E-Mobilitätsexperte Gary Auerbach. Gary Auerbach beschäftigt sich seit über 10 Jahren mit alternativen Antriebskonzepten. Er berät Automobilkonzerne in Europa. Grundsätzlich geht es einmal um die maximale Ladeleistung, die im Prospekt steht. Das sind in dem Fall die 150 kW. Man muss aber im Hintergrund auch wissen, dass die entscheidende Frage ist, in welchem Zustand, in welchem Ladezustand ist welche Ladeleistung denn überhaupt verfügbar. Das nennt man eine Ladekurve. Das heißt, das sind Grafiken, wo man drinnen sehen kann, bei welchem Ladezustand der Batterie ist welche Ladeleistung möglich. Wovon hängt das ab? In Wirklichkeit einfach erklärt, von der Temperatur in der Batterie drin. Das heißt, so eine Batterie hat eine Wohlfühltemperatur, die liegt so zwischen 30 und 35 Grad. Alles, was drunter ist und alles, was drüber ist, ist natürlich dann für die Batterie nicht ganz so optimal, und das haben wir jetzt auch. Das heißt, wir haben jetzt sehr tiefe Außentemperaturen. Wir dürften momentan so um die 0 Grad de facto haben, und damit kann er jetzt nicht mit der vollen Leistung loslegen, sondern muss schauen, dass er jetzt die Batterie zunächst einmal auf Temperatur bringt, die aufheizt. Und jetzt nach 10 Minuten sind wir aber bereits über 100 kW drüber. Das heißt, das Laden wird dann mit der Zeit immer schneller. Gary, es ist ziemlich kalt. Wir stehen da also im Schnee. Wie funktioniert bei einem E-Auto letztendlich also das Heizen? Das ist in Wirklichkeit eine Elektroheizung. Die kann man sich stark vereinfacht vorstellen wie ein Haarföhn.
Die funktionieren natürlich mit dem Hochvoltsystem, das heißt, die sind ein bisschen leistungsfähiger wie ein Haarföhn, haben auch keine Heizdrähte drinnen, sondern das geht über diese PTC-Elemente, das sind keramische Halbleiter, die über den Temperaturverlauf ihre Eigenschaften verändern. Die zweite Möglichkeit, die man jetzt optional zum Heizen noch nutzen kann, ist dann die Wärmepumpe. Das heißt, es gibt Fahrzeuge, die haben eine Wärmepumpe verbaut. In dem Fall sind es Luftwärmepumpen. Die nutzen zum einen die Abwärme vor allem aus den Motoren, weil dort entsteht Abwärme, und natürlich die Restwärme, die in der Luft drinnen ist. Ob das im eigenen Einsatzbereich einen Sinn macht oder nicht, hängt stark vom Fahrprofil ab. Wenn ich vorwiegend Kurzstrecken fahre, dann geht das hauptsächlich über die PTC-Heizung. Das heißt, dort ist natürlich der Stromverbrauch in der Reichweite schon spürbar. Fahre ich längere Strecken, dann kommt die Wärmepumpe immer mehr zum Tragen. Nach rund einer halben Stunde ist der Audi e-tron Sportback wieder fast vollgetankt. Hat der Audi e-tron, in dem Fall der Sportback, Hilfen, die den Komfort beim E-Laden, beim Heizen noch verbessern? Ja, da gibt es einige ganz nützliche Funktionen. Und zwar sind das Timer für das Thema Laden, die man setzen kann, und Timer für das Thema Heizen, das man setzen kann. Das heißt, wenn das Fahrzeug zu Hause in der Garage zum Beispiel an der Wallbox angesteckt ist oder am mobilen Ladegerät angesteckt ist, dann kann ich das so programmieren, dass ich sage, ich möchte morgen um 7 Uhr wegfahren. Um 7 Uhr soll er 80% Ladezustand erreicht haben und soll um 7 Uhr 21 Grad Innenraumtemperatur realisiert haben. Ja? Das heißt, dann beginnt er den Ladevorgang in der Nacht so rechtzeitig, dass er um 7 Uhr mit dem Laden fertig ist und würde dann am Ende der Ladezeit auch gleich die Heizung einschalten. Das heißt, das Fahrzeug wird vorgeheizt und nimmt den Strom quasi direkt aus der Steckdose. Das heißt, es geht nicht auf das Thema Reichweite, die dann weniger wird. Ja. Diese Timer kann man bei den Fahrzeugen in der Regel im Fahrzeug programmieren, und bei den meisten Modellen kann man das auch mittlerweile am Handy machen. Das heißt, man hat am Handy eine App, die steht in Verbindung mit dem Auto. Dort kann ich die Timer programmieren, dort kann ich aber auch ad hoc entscheiden und sagen, ich möchte, dass er jetzt zu laden beginnt. Also wenn ich Skifahren gehe und bin ganz oben am Berg und sage, in 10 Minuten bin ich unten, dann kann ich auf die App gehen, kann sagen, jetzt Klimatisierung starten, und bis ich unten bin, ist das Auto vollkommen warm und vorgeheizt, und damit ist das deutlich komfortabler, als man das bei einem Verbrenner hat. Da geht es zwar über die Standheizung, aber die reagiert halt nicht in der Geschwindigkeit, wie das unser PTC-Heizung können kann. Da haben wir heute vieles gelernt. Kalte Batterien laden etwas langsamer als warme Batterien. Wenn wir die Sitzheizung statt der hohen Innentemperatur verwenden, steigern wir damit deutlich unsere Reichweite. Ein Elektroauto kann beim Verbrauch gegenüber einem Diesel oder Benziner so richtig punkten. Und E-Autos laden mit der Salzburger E-Kundenkarte geht richtig einfach. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns bitte euren Daumen nach oben da und abonniert unseren YouTube-Kanal. Für Harry geht's in der Zwischenzeit vollgepackt mit neuem Wissen auf in den Feierabend.